eine der eindrücklichsten Athletinnen, die ich in den letzten 20 Jahren begleiten durfte. Ganz einfache, authentische Person. Ein Mensch, den alle praktisch von einem Tag auf den anderen gerne bekommen haben. Sie hat sich entschieden, ins Ausland zu gehen. Sie hat immer mehr wollen. Sie hat neue Wege gesucht. Und das hat sie so lange gemacht, bis sie sich selber kennt hat, bis sie gewusst hat, was sie selber will, was ihr gut tut, was sie braucht. Und dann ist sie an der Weltspitze angelangt gewesen. Die Frau hat etwas, das dieser Sportart unglaublich gut tut. Ushuaia Kambundji ist eine hochbegabte Athletin, wenn es darum geht, sich schnell zu bewegen. Sie hat aber auf der anderen Seite so sehr gerne, sehr gemütlich zu und her geht. Und gerade die zwei Gegensätze, kann ich das Gefühl, machen sie extrem aus. Einerseits dann, wenn es darum zählt, sich möglichst schnell zu bewegen, und dann, wenn es überhaupt nicht zählt, fast schon ein bisschen phlegmatisch sein, was nicht immer einfach macht im Umgang mit ihr. Ja, grundsätzlich gerne Schweizer Meisterschaften. Und das letzte Mal, als ich hier war, in der Schweizer Meisterschaft, war ich 18. Also von dem her sehr gute Erinnerungen. Und ich freue mich mega, einfach zu laufen, mehr Runden zu haben und nochmal wirklich probieren, ein paar Sachen umzusetzen, die ich in den letzten Wettkämpfen nicht so gut gemacht habe. Nummer 4 in der Welt. Und vorne, ja, sie sind schnell, aber Svoboda 7.00, das war ein riesen Schock. Aber das kann Ushuaia Kambundji auch laufen. Ich frage das natürlich ab. Ich habe das Gefühl, es geht noch schneller. Es war wirklich jetzt mal ein guter Lauf, aber es gibt immer noch ein paar Sachen, die ich korrigieren kann. Darum habe ich das Gefühl, ich kann wirklich noch mal schneller laufen. So eine Meisterschaft ist immer super, vor allem wenn ich ein oder zwei Läufe noch hatte vorher. Mega nervös und dann einfach alle Sachen, die zusammen stimmen. Ich gehe davon aus, dass es noch eine Zeit unter 7 wird geben von irgendjemandem. Das ist ganz typisch für sie, die Steigerung. Und das ist das, was eine Weltklasse-Athletin ausmacht. Dass, wenn sie 7.05 läuft, ist sie noch immer nicht zufrieden. Obwohl sie auch gesagt hat, dass sie schon spürt, dass sie einfach auf einem höheren Niveau konstant geworden ist. Sie ist 19, hochbegabt. Sie ist 10 Jahre jünger als ihre Schwester Ushuaia. Ich mag mich nicht erinnern, wie Ushuaia war in diesem Alter. Es wäre auch unfair, sie jetzt, Natascha jetzt zu vergleichen mit ihrer Schwester. Ich habe den Eindruck, sie ist jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau. Sie ist nicht nur sportlich auf einem hohen Niveau, sondern sie redet bereits wie parat. Das hat sie wahrscheinlich auch der Familie zu verdanken, wenn man mit 3 älteren Schwestern aufwächst, die alle Sport getrieben haben und eine immer noch eine Weltklasse-Athletin ist. Dann misst sie sich ganz sicher an ihr. Ist mit einem Selbstvertrauen unterwegs, das ich noch selten gesehen habe. Mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich weiß nicht, ob sie überhaupt das Wort Zweifel kennt. Natascha Kambundji hat einen unglaublichen Drang, sich vorwärts zu bewegen. Und auch im Leben, ausser wenn es gerade Schuhe anbelangt. Aber sonst wird sie vorwärts gehen, unglaublich quirlig, unglaublich direkt. In direkter Ansprache, direkte Kommunikation. Und eben halt auch direkt, wenn es darum geht, Hürden zu laufen. Und dieser Drang, glaube ich, der zeichnet sie aus. Auch sonst im Leben gewinnt sie unglaublich viel Sympathie mit dieser Herangehensweise. Und in den Hürden macht sie gute Zeiten. Wenn das jetzt auch noch ein bisschen auf den anderen Bereich überschlagen würde, wäre ich nicht unglücklich. Vor dem Vorlauf war ich nicht so, wirklich so nervös, war sehr, sehr locker drauf. Und dann für das Finale habe ich wirklich, okay, jetzt muss ich wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder den Kopf ein bisschen herbringen. Und darum bin ich auch sehr nervös. Es ist immer extrem nervenzerreissend, aber ein gutes Nervös. Also ich habe das Gefühl, es hätte mir sicher geholfen. Ich hoffe, dass es so ist. Also ich meine, es muss so sein, dass man wirklich halt dann noch die besten Leistungen zeigen kann, wenn es am meisten drauf abkommt. Und darum fängt es. Du
Shingo und Hitoshi verbindet natürlich eins. Sie sind gesegnet mit der Möglichkeit, sich schnell zu bewegen. Man muss davon ausgehen, dass alle beide den gleichen Gencode haben und darum auch, dass sie sich so unglaublich schnell bewegen können. Was man aber merkt, ist, dass die eine die ältere Schwester ist und die andere die jüngere Schwester. Und die jüngere Schwester hat natürlich erstens mal immer viel mehr Kredit als die ältere. Die ältere hat den Weg gebahnt. Ich glaube, das ist im Hause Kambunji so. Da musste man ein bisschen den Weg bahnen. Hitoshi hat diesen Kampf nicht mehr gefochten. Und das merkt man auch im Umgang mit diesen Beinen. Also die eine ist sich einfach gewöhnt, dass es passiert, und die andere weiss, was dahinter steckt. Ich habe das alles schon so jung mitbekommen, dass die Spannung der Wettkämpfe und dass sie wirklich, also ich finde es auch extrem beeindruckend von ihr, dass sie wirklich einfach auf einen Punkt bereit kann sein, dass sie dann am schnellsten laufen kann, wenn es zählt. Und ich glaube, das ist sicher auch etwas, wo ich hoffe, dass mir das ein bisschen mitgegeben wurde und so. Und ich glaube, das ist sicher etwas, wo wir teilen, wo ich sicher wieder davon darf profitieren. Sie sagt nicht viel, was sie aber sagt, ist einfach wirklich viel Spass für den Wettkampf. Also sie sagt viel Glück und viel Spass und wie so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Freude daran zu behalten. Und ich finde, es ist extrem cool, dass sie das so macht und dass wir das, ja, dass es wie so ein bisschen zur Normalität gehört bei uns. Und das finde ich recht schön. So wie ich das mitbekomme, haben sie ein sehr enges Verhältnis. Auch wenn zwei Jahre dazwischen sind. Und Mushinga sicher auch ein bisschen Verantwortungsgefühl hat für ihre Schwester. Mit zwei Jahren, ja, Altersunterschied, du hast das wie. Ich habe viele Sachen, wenn ich, ich gehe meine erste Nachwuchs-Ehe und ich sage, das habe ich mit zwei Jahren gemacht. Und es ist so. Ja, sicher die Erfahrung und auch. Das mit dem Teilen, dass man an so einen Wettkampf geht und ja, noch jemanden daheim hat und das mit jemandem so nahe teilen kann. Ja. Im Umgang mit Mushinga und Hitoshi kann man vielleicht nicht von einfach reden. Weil es ja hochtalentierte Leute sind und die sind meistens im Umgang nicht so einfach. Es ist sicher von der Art her, vom Kontrollieren her oder so von der Herangehensweise her, einfacher mit einer Person umzugehen, die schon ein bisschen gesetzter ist, die ein bisschen weiss, wo sie steht, wo sie hergeht. Im Gegensatz zu jemandem, der wie ein Aufgeladungskumpi-Bäuli ist, das ist manchmal ein bisschen schwieriger zu kontrollieren. Ich habe Adrian in den letzten zwei Jahren kennengelernt. Ich war nie ganz sicher, wer wirklich ihr Trainer ist. Und nach welchen Plänen sie wirklich trainiert. Sie hat sicher ihren grössten Fortschritt in Deutschland gemacht und hat immer als Background noch den Jacques Gordet gehabt. Hat sie nachher auch immer betont, dass das ihr Rückhalt ist, seit klein auf. Später habe ich gemerkt, dass das, glaube ich, mindestens ebenso fest Radi Rothenbühler ist. Vielleicht in einem anderen Bereich, aber ebenso und wohl auch psychologisch. Ich glaube, durch das sie sich selber gefunden hat und durch das sie selber weiß, was ihr gut tut, das harmoniert extrem gut mit dem Adi Rothenbühler, der nicht das Gefühl hat, er müsste eine Athletin zu fest einschliessen, eingrenzen und ihr zu viele Vorschriften machen, sondern er lässt ihr die lange Leine, aber ist sicher ein Korrektiv und auch sehr fordernd. Dieses Jahr bist du 30. Das muss ich noch mal schnell reinwerfen. Nein. Aber ja, was sind eigentlich noch so deine Ziele? Oder was ist noch dein grosses Ziel, das du noch erreichen in deiner Karriere? Jetzt habe ich mal ein Finale geschafft an den Olympischen Spielen. Also, du musst das nächste Mal höher greifen. Und einfach, wenn ich mal irgendwann denken kann, okay, das wird jetzt wirklich schwierig, das noch zu toppen. Mhm. Vielleicht war es wirklich mein Maximum, dass ich irgendwie so ein an das herkomme, wo ich merke, dass du friedlich kannst. Ja, genau. Vielleicht kannst du wieder gehen. Ich kann wieder. Und sie liegt gleich. Es ist wie. Für mich sicher auch schön zu sehen, dass sie vielleicht, wenn du gesagt hast, du hättest noch gar nicht überlegt, überhaupt mal Medaille zu machen international. Für mich ist es viel anders, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt 19 und ich sehe, wie, okay, mal, es ist möglich, du hast es auch schon gemacht und es hat immer mehr Leute, die das auch schon gemacht haben und dann ist es sicher für mich auch einfacher zu sagen, mal, ich möchte dort herkommen, mal, ich möchte mal Medaille machen irgendwo. Wenn ich so deine Interviews vergleiche mit 19 und meine mit 19, ist das echt ein grosser Unterschied. Was hast du das Gefühl, was hilft dir das, dass du so gut kannst machen? Das sind zuerst mal Merci. Nein, aber ich habe das Gefühl, sicher, erstens, ich habe bei dir schon viele Interviews gesehen. Ich habe zum Teil auch schon wie Interviews wegen dir müssen machen, weil ich so auch schon, als ich jünger war. Und ich habe das Gefühl, jetzt, ich mit 19, ich habe schon viel mehr Interviews
vorher schon gehabt und immer können üben und am Anfang haben wir komische Interviews gehabt, als du mit 19, wo es vielleicht dein zweite, dritte, vierte Interview war. Vielleicht sage ich immer noch komische Sachen. Sicher. Aber seht ihr es einfach nie. Ja, so, genau. Oder es wird rausgeschnitten. Es ist so ein bisschen, ja, der Tag vorher. ich fühle mich nicht immer mega, mega gut, aber das ist manchmal auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen Energie sparen für den nächsten Tag. Aber es ist eigentlich grundsätzlich gut. Es ist cool, dass wir ein paar Leute sind. Es ist meistens habe ich die Rennen oder die Wettkämpfe immer alleine gemacht oder bin ich immer alleine für mich gehockt. Und jetzt so zusammen unterwegs, ist wirklich cool. Die ganze Stimmung. Es ist nochmal etwas anderes als zu Macklingen zu laufen, wo ich dort auch gerne laufe. Es ist natürlich nochmal etwas spezieller, hier zu laufen mit so viel Publikum und mit der ganzen Show ringsum. Es war ein gutes Rennen, aber ich denke, ich kann es immer noch wirklich sehr gut machen. Es war noch nicht sehr gut. Darum denke ich wirklich, wenn ich jetzt nochmal 10 Tage habe zum Trainieren, kann ich mich gut vorbereiten, um das Belgrad noch einmal einen oben drauf zu setzen. Danke. Merci. Hat es mich angeschissen, wenn es 95 wäre gewesen. Ja. Wenn es so egalisiert wäre gewesen. Es ist schon schöner, wenn es so... Ja. Wenn wir auf Belgrad schauen, ist für mich fast eine Sache am wichtigsten, ist, bis wir endlich in Belgrad sind. Ich bin völlig auf Nadeln, was bis dann noch passiert, bezüglich der Corona-Situation und der Testereien. Bei der Dieter-Ski ist klar, so nahe wie möglich an ein Finale zu laufen. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass in der 60-Meter-Hürde Frauen momentan die Leistungsdichte enorm ist. Für die Muschinga steht unter einem ganz anderen Vorzeichen. Sie geht in einer guten Rolle dorthin. Sie ist nicht ganz Top-Favoritin. Sie gehört zum erweiterten Favoritenkreis und kann, glaube, dass der langsam auf Ausspielen. Langsam auf Ausspielen heisst für mich, es ist noch nicht ein All-In-Vorlauf. Ich gehe mal davon aus, dass der Vorlauf ist, wo man in einer gewissen Kontrolle laufen kann. Und nachher wird es zeigen, was passiert. Es hat keine Verletzung gegeben, es hat keine Trainerwechsel gegeben, keine Suche nach irgendetwas, sondern einfach in ihrem stabilen Umfeld, wo sie jetzt endlich gefunden hat. Und sie hat in den letzten Jahren immer bewiesen, dass sie immer schnell ist oder immer schneller ist, wenn sie desto besser ihre Konkurrenz ist. Darum ist Paris sicher jetzt einfach mal die Vorspeise zu der WM. Schafft sie möglicherweise dann doch die unter 7 Sekunden. Was können wir von dir erwarten zu Belgrad? Schnellsäckle. ich denke, ich habe gute Chancen, sicher eine Medaille zu machen. Das ist sicher machbar. Und ich will einfach im Finale einfach meinen bestmöglichen Lauf machen. Das, was ich jetzt im Training das Gefühl habe, ich kann es umsetzen, dass ich das dort machen kann. Und nicht, dass ich im Ziel bin und denke, sondern so, okay, es war jetzt gewesen und jetzt gibt es das Resultat, das es gibt. Und die Zeit und der Platz. Und so. Okay. Das ist wirklich, ich bin viel zufriedener, wenn ich einfach im Ziel bin und kann sagen, okay, ich hätte es nicht viel besser machen können. Okay. Es wird wirklich Zeit, es war cool, in die Halle zu kommen und so alles zu sehen, aber es wird wirklich Zeit, dass es bald losgeht. Einfach einen guten Vorlauf machen, nicht viel Energie verschwenden, technisch gut und einfach eine gute Vorbereitung echt für den Abend. Vor allem immer besser und dann wissen wir auch hoffentlich automatisch immer schneller. Das ist für beide angenehm, da muss niemand viel reden. Es geht nur noch um Abläufe, es geht nur noch um vielleicht kleine Sachen, aber grundsätzlich ist es einfach still. Und, ich glaube, das ist richtig. Ich hätte mehr Mühe, wenn sie auf einmal ein unglaubliches Gespräch suchen. Dann habe ich das Gefühl, oh, ist vielleicht etwas im Busch. Muss ich gerade Vorlauf an den Weltmeisterschaften? Wie warst du? Ja, ups. 7-17? Hat es deutlich gesehen. Ja, das war wirklich nicht so ein guter Start. Ich habe es wirklich nachher hier. Im Mittelteil habe ich wie so gedacht, so Scheiße, müssen wir aufholen. Und dann am Schluss. Also darum konnte ich auch nicht so locker laufen, wo ich es. Also, ja.
Ich mache es besser. Morgen früh ist nie Zeit für Mushenga Kambunji. Ja, es war einfach ein schwacher Start. Ich nehme an, das kann sich korrigieren. Viel besser als heute Morgen. Ja, gut, das war schon schwierig. Es ist immer noch schwierig. Ich denke, es geht noch mal besser im Finale. Aber es war jetzt nicht easy, aber es ist noch, ja, noch ein bisschen spatzig. Ja, es wird hart. Swoboda, Williams aus Jamaika, sehe ich 1-2. Dann sind auch die zwei Amerikanerinnen. Die kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, es muss viel stimmen für eine Medaille. Aber Mushenga hat schon manchmal bewiesen, dass sie eigentlich auf den Punkt beste Leistung bringen kann. Was ich vorher gesagt habe, Tausendstel sind jetzt auf ihrer Seite. Das hat dreht mittlerweile. Und ja, dann können sie für eine Medaille erlangen. Aber eben, es hat so starke Athletinnen da, Swoboda, die unter 7 Sekunden schon gelaufen ist. Dann kommt die junge Jamaikanerin, die Williams, die, glaube ich, immer schneller und schneller wird. Vielleicht von Runde zu Runde. Ja, und es wird eng werden. Aber drücken wir doch die Daumen, dass es gut kommt. Sagen wir mal einen Schweizer Rekord. Der braucht es. Los geht es! Mushenga Kambunji ist gut im Rennen drin. Und es ist eng, es ist eng. Kambunji, ja, Kambunji! Ja! Ja, das ist sensationell! Mushenga Kambunji holt die Goldmedaille. Hoffen wir! Ah, ah. Jawohl! Jawohl! 6,96! Sie ist Hallenweltmeisterin! Mushenga Kambunji ist Hallenweltmeisterin! Ich hab's gewusst. Was hast du geschätzt? Ich hab's gewusst, es ist fast. Ja, unglaublich. Nicht ein einfacher Tag war mit dem Vorlauf. Schwierig, das einzuordnen. In der Halbfinale nicht speziell irgendetwas gut war. Ein bisschen Taktik geändert am Schluss dahinten. Wahnsinn, Wahnsinn. 96. Ja, nicht schlecht, oder? Wir haben unglaublich viel immer über Technik geredet, immer wieder über Technik geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, sorry, komm, jetzt geht es einfach darum, die zu reisen draussen. Und wir haben nur mehr über den Start geredet. Sie hat keinen einzigen Start mehr gemacht draussen. Und bam, da kommt er, der Start, den sie braucht. Ist das vom Herz gekommen? Von wo kommt das Bieren? Ich habe das Gefühl, ja, jetzt hat sie endlich wieder mal zeigen, dass sie eben so eine Löwin ist, oder, wo eben das Herz hat, wo es im richtigen Moment zählt. Das ist jetzt ein paar Jahre jetzt, immer in den grossen Finale ist es nicht mehr so da gewesen und bam, ja, kann ich nicht mehr anders sagen. Ja, echt, dass ich muss aggressiv sein, dass ich es das echt dorthin gehe und euch kaputt machen. Und es ist schon so, wir haben halt ja viel immer so ein bisschen auf Technik, wollen besser laufen und jetzt wirklich, jetzt ist der Moment, dass ich einfach Kopf abschalten und rennen und es ist gut aufgegangen und ja, ich habe Freude. Irgendwie realisiere ich es noch nicht so ganz. Ich habe nach dem Rennen wirklich mega lange gebraucht, bis ich gewonnen habe. Und ich realisiere es noch nicht so ganz. Aber ich habe mega Freude. Ich habe es wirklich super Rennen machen. Und ich habe so Freude, dass ich es auf die Bahn bringen kann, wenn es erzählt. Und ja, 96 hätte ich nicht gedacht. Fantastique qu'il a fait. Il a fait le départ, c'est le quatrième temps de Le Mans. Après le 2000, aucune personne a fait ça. Ich konnte es selber nicht fassen in dem Moment, wo sie da auf der Aussenbahn, auf der Bahn 8 an allen vorbeistürmt. Unglaublich. Ja, Sporthistorisches haben wir gestern erleben dürfen. Ja, das Einschätzen ist noch extrem schwierig, finde ich. Was sie geschafft haben, vor allem wenn man die Zeit anschaut. Die schnellste von diesem Jahrtausend, also, das ist eine Schweizerin, sensationell. Ich glaube, das muss man erst mal noch ein bisschen sacken lassen. Kambunji ist momentan an zweiter Position und sie ist Zweite und sie ist mit dabei im Finale. Und das gibt einen Schweizer Rekord. Ich muss sagen, ich habe schon eine Zeit gehabt, bis ich eingeschlafen bin. Aber ich habe dann zum Glück relativ, also nicht allzu spät geschlafen, dass ich wirklich noch erholt sein für heute, weil es wird ein sehr, sehr langer Tag.
Aber ja, also, ich muss sagen, sicher für eine halbe Stunde hat mein ganzer Körper schon geschüttelt. Was ist eigentlich los mit der Kambunji-Familie? Ja, es läuft. Das ist schon keine gute fremde Hände für sie. Jetzt bin ich dann wirklich nervös bis final. Grosse Überraschung. Überraschung, ich weiß nicht was, aber ich habe es jetzt zu wenig gut gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie noch mal besser laufen kann. Ist das in eurem Blut? Offensichtlich, ja. Wir sind sicher ein recht ähnlicher Typ und haben viele Sachen, die wir recht ähnlich machen. Aber es ist nicht, nicht bei allem, aber es ist, es hat wirklich viele Ähnlichkeiten zum Teil, ja. Sehr gut von die Tasche. Stolpert sie und vorne weg. Die Entscheidung. Ja, nicht mein Final gsi. Das hat so, es wäre möglich gsi. Ich war so parat gsi. Es hat so mein Final gsi, aber es ist nicht mein Final gsi. Aber es ist okay. Es ist unglaublich, da fast Start zu gehen und eine aktive WM am Start zu denken. Es ist alles möglich. Vielleicht liegt eine Medaille drin. Es ist mehr im Sinn von. Es ist, ich glaube wirklich, dass ich noch eine gute Zeit hätte herlegen können. Und es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Aber es ist. Es geht schon zu.